Dann hat er noch eine Anregung. Die Gesellschaft sollte enger zusammenrücken. Ein Lösungsvorschlag, der Ihnen zu unkonkret ist. Alle vier Menschen, die wir getroffen haben, hätten sich Handfesteres vom Kanzler gewünscht. Auch dazu, wie Artikel 1 Grundgesetz noch ernster genommen werden kann. Die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Und genau weil das so ist und es nicht umsonst der erste Artikel unseres Grundgesetzes ist, schlägt derzeit ein Vorfall hohe Wellen der Entrüstung, der sich ganz im Norden der Republik auf der idyllischen Nordseeinsel Sylt ereignet hat. Junge Menschen feiern vor einer bekannten Bar und krakeelen rassistische Parolen wie Ausländer raus. Der Staatsschutz ermittelt. Nicht zum ersten Mal verbreitet sich so ein Video, in dem die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. In Deutschland und Österreich sind in den vergangenen Monaten immer wieder Videos auf TikTok hochgeladen worden, in denen, wie auf Sylt, ein Hit von DJ Gigi D'Agostino rassistische Zeilen verpasst bekommt. Sophia Czernomordik. Deutschland den Deutschen, Ausländer raus! Junge Menschen beim Feiern auf Sylt, Ponyclub in Kampen. Ein Mann zeigt wohl den verbotenen Hitlergruß. Dieses Video soll an Pfingsten entstanden sein. Der Staatsschutz hält es für echt. Der Betreiber der Bar sagt, er habe nichts gemerkt. Wir sind zwar ein ganz kleiner Laden, aber an Pfingsten ist es fast wie ein Open-Air-Festival, eine konzertähnliche Atmosphäre. Also es sind so 300-400 Leute. Wir haben einen DJ, wir haben eine Außenanlage, wir haben groß mit Künstlern, mit Trommlern und alles, was da geboten wird. Und unter diesen 300-400 Leuten waren halt diese fünf. Deswegen ist das überhaupt nicht aufgefallen. Er startete gestern einen Online-Aufruf und suchte nach den Gästen. So bekam er nach und nach einige Namen raus. Die Polizei hatte auch schon drei Namen, weil der Staatsschutz da auch schon ermittelt. Und zwei Namen konnten wir dann halt noch dazu beitragen, sodass das jetzt vorliegt. Und ja, da wird jetzt in alle Richtungen ermittelt. Sylt, kein Einzelfall. L'amour toujours. Der Hit aus den 90ern wird seit Ende vergangenen Jahres von Rechten missbraucht. Wie beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bayern. Und verbreitet sich schnell über Plattformen wie TikTok. Wenn solche Videos dazu dienen, rechtes Denken zu verbreiten, dann sind die Plattformen aufgefordert, sowas zu entfernen. Oder vor allem die Reichweiten einzuschränken. Denn diese Videos, die werden natürlich massiv durch Algorithmen einfach befördert. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet, unter anderem wegen Volksverhetzung. Bundesweit verurteilen Politiker den Fall scharf. Es sind wirklich unappetitliche Bilder, die wir dort sehen können. Es ist absolut richtig, dass da jetzt auch mit ganzer Härte gegen vorgegangen wird. Das sind wirklich schlimme Verfehlungen, die dort stattfinden. Rechtsextremismus ist etwas, was wir mit aller Härte auch bekämpfen. Solche Parolen sind eklig, sie sind nicht akzeptabel und darüber darf es kein Vertun geben. Bei Verurteilung drohen den Bargästen eine Freiheitsstrafe von mindestens 3 Monaten und eine mögliche zusätzliche Geldstrafe. Wir haben öfter schon Dorffeste oder Karnevalsfeten gesehen, wo rassistische Parolen geschrien wurden. Dass es jetzt im Shampoos-Milieu von Sylt stattfindet, das mag überrascht haben, ist aber nicht verwunderlich, wenn man sich eben auf die rechten Einstellungen in Deutschland konzentriert. Die waren immer da, sie waren lange geächtet, jetzt bricht sich das wieder Bahn. Der Betreiber des Pony auf Sylt hat gegen die Gäste Hausverbot ausgesprochen und prüft weitere rechtliche Schritte.